Namaste. Ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass du da bist. Mit meinen Channelings möchte ich das Licht, das uns ununterbrochen umgibt, das uns trägt, beschützt und bedingungslos liebt, für dich in deinem Alltag erfahrbar machen. Wenn dich diese Botschaften ansprechen, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir nun ganz viel Segen und Inspiration mit dieser Botschaft aus der geistigen Welt. Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner tiefen Liebe, mit meiner Magie, mit meiner großen Heilkraft. Ich bin Isis, Göttin aus Ägypten. Auch ich weiß und sehe, wie viele sich auf den Weg machen in dieser Zeit, um aufzulösen, was nicht dient. Ich sehe wahrlich eure Geduld und euer Vertrauen, und dafür möchte ich euch aus der tiefsten Tiefe meines Seins wahrlich danken. Denn ich weiß, es ist nicht immer einfach für euch, den Weg des Lichtes zu gehen. Und ich weiß auch dadurch, dass ihr immer feinstofflicher und feinfühliger werdet, seid ihr viel empfindlicher im Moment für was auch immer. Sei es für Krankheiten, sei es für Emotionen, für Anfechtungen. Und das weiß ich und das respektiere ich. Ich will euch helfen, in dieser Zeit schnell in eine neue Leichtigkeit zu schreiten. Denn das eine ist der Veränderungsprozess des Planeten, was im Moment geschieht, die Frequenzerhöhung und dadurch auch die Konfrontation kosmisch gesehen und in jedem Einzelnen mit all dem, was in der höheren Schwingung keinen Platz mehr hat. Viel wurde darüber gesagt, über die Anstrengung dieser Zeit, über die Möglichkeit dieser Zeit. Und ich möchte euch heute eine weitere Möglichkeit dieser Zeit offenbaren. Denn noch nie war es so leicht, Schmerz zu transformieren. Noch nie war es so leicht, etwas aufzulösen, was euch nicht dient, wie in diesen Tagen. In diesem Wachstumsprozess zeigen sich nicht nur Dinge, die euch nicht mehr dienen. Nein, vielmehr das, was ihr loslassen möchtet, wird fast von euch genommen, so ihr dazu bereit seid. Das ist das Geschenk dieser Zeit des Wachstums. Ich will euch heute auf meine Weise ein Hilfsmittel zur Verfügung stellen, um Erleichterung und Veränderung zu erleben, egal was auch immer euch bedrückt. Mein Zeichen, mit dem ich noch heute in vielen Abbildungen Ägyptens dargestellt werde, ist das Ankh. Es ist viel mehr als ein Zeichen. Es ist viel mehr als ein Symbol. Das heilige Ankh war und ist zu allen Zeiten ein Frequenzmodulator gewesen. Es hat in sich, in diesem Symbol,
so viel Wissen, so viel Kraft und so viel Macht gespeichert, dass es einst in der Schatzkammer im Allerheiligsten ruhte, um nicht missbraucht zu werden von jemandem, der nicht in den heiligen Umgang mit diesem Geheimwissen eingeweiht war. Denn die Kraft des Angst verströmte sich immer dann, wenn es benutzt wurde. Und es war einst sehr wichtig, dass es mit Weisheit benutzt wurde. Heute möchte ich euch die Kraft meines Ankers übermitteln. Ihr braucht keine Angst mehr haben, dass ihr diese Kraft missbrauchen könnt. Nein, es ist nicht möglich, dieses mein heiliges Symbol zu missbrauchen. Ich sage euch, was geschieht, wenn ihr mit dem Ankh arbeitet. Ihr braucht kein Bild, ihr braucht keine physische Form des Angs, allein eure Vorstellung und eure Absicht genügt. Ihr kennt das Symbol, es gleicht einem Kreuz, doch ist das obere Stück nicht gerade gerichtet, sondern in Form einer Schleife. Und das ist, was passiert. Stellt euch einfach vor, dass das Zentrum des Angst, in dem sich die Schleife und die beiden Querstäbe treffen, in eurem Herzen verankert ist. Atmet das Ankh nun in euer Herz. Der Griff, der lange Stiel, stellt die Verlängerung eurer Prana-Röhre dar. Atmet einfach die Verlängerung nach unten, tief hinein in den heiligen Schoß von Mutter Erde und lasst ihn dort einrasten. Tankt die liebevolle Energie von Mutter Erde in euren Körper. Und jetzt mache dir bewusst, was dir nicht dient, was du verabschieden möchtest. Mache dir das bewusst, egal was es ist. Ein Schmerz, ein körperliches Problem, eine materielle Not, Unzufriedenheit mit dir selbst, Leid und Kummer mit einem geliebten Menschen, Leid und Kummer in einer Beziehung, was immer es ist. Nimm es in dein Herz. Bedanke dich bei diesem Thema, dass es sich zeigte, um erlöst zu werden. Nimm es in dein Herz. Durchflute es mit Liebe und entscheide dich, es nun in die transformatorische Kraft des Angst zu übergeben. Und wenn du dich jetzt entschieden hast, dieses loszulassen, bekräftige das mit einem kräftigen Ausatmen. In diesem Moment nimmt die Schleife des Angst dieses Thema empor zur Quelle. Und verwandelt es dort in das schönste, strahlendste, hellste Licht der Einheit.
Und dieses Licht fließt jetzt zu dir zurück, ebenso über die Schleife und verankert sich wieder in deinem Herzen mit einer neuen Kraft, die du benötigst jetzt in diesem Augenblick deines Seins, um deinen neuen Weg zu gehen, ohne dieses Thema. Wiederhole diese Transformation noch 9 Mal. Nimm das, was dich stört, in dein Herz. Atme es in einem Bogen nach oben zur Quelle. Nimm wahr, wie es verwandelt wird. Und auf dem weiterführenden Bogen des Angst zurück in dein Herz geführt wird, als neue Kraft. Vollende diese Transformation insgesamt 9 Mal. So kannst du mit jedem Thema verfahren, das dich quält. Nutze die Kraft der heiligen Symbole. Nutze die Kraft meines Angsts. Nutze die Kraft der Siegel, die wir durch die Seele, durch die ich spreche, übermittelt haben. Sie dienen deinem weiteren Wachstum und helfen dir in kürzester Zeit die vollkommene Meisterschaft über dein physisches Leben zu erlangen. Das bedeutet nicht, dass du keine Herausforderungen mehr erlebst, aber es bedeutet, dass du diesen in Meisterschaft begegnest und nicht als Sklave. Das ist ein großer Unterschied, wenn du das, was dir begegnet, als Energie wahrnimmst, die du jederzeit verändern kannst, wie ein Glas Wasser, das kalt ist und du erwärmst es. So bist du in der Lage, wenn du wahrlich deine Meisterschaft lebst, eine jede Herausforderung als ein Geschenk der Liebe anzunehmen, das du in Liebe transformieren darfst. So gehst du dein Leben in Freiheit und nicht mehr im Joch der Unterdrückung durch deine Probleme. Ich, Isis, will dich begleiten mit meinem heiligen Anker und über dein Wachstum im Körper und über dein Wachstum deiner Seele wachen. Wenn du mich brauchst, rufe mich. Ich trage dich mit meinen Flügeln, wenn es für dich zu schwer ist und zu anstrengend zum Laufen. Der Dienst, den du vollbringst in dieser Zeit, ist unendlich groß, und du wirst bald die Früchte deiner wunderbaren Arbeit ernten. Im Namen des Lichtes segne ich dich, solange das Licht währt, bist du unendlich geliebt, und das Licht währt ewig. Namaste. Wenn du selbst in dir die Sehnsucht verspürst, tiefer in Kontakt mit deiner inneren Stimme und der geistigen Welt zu kommen, oder wenn du das Bedürfnis hast, Heiler mit kleinem H oder Heiler mit großem H zu sein, wenn du deine Berufung suchst oder sie wirklich in deinem Leben leben und erden möchtest, wenn du dich erinnern möchtest, wer du wirklich bist, dann findest du hier in der Infobox unter dem Video
den Link zu meinem Gratiskurs Intuitives Heilen, erinnere dich, wer du bist. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du das alte Wissen der Mysterienschule für dich selbst und auch für andere erfahrbar machen kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und viele praktische Erfahrungsberichte aus meiner über 20-jährigen Reise mit diesem Wirken. Abonniere gerne jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild meinen Kanal, dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Aloha!